Tag 3 des militärischen Unterstützungseinsatzes für die EUFOR. Guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder zuschauen. Seit gestern gibt es in Tirol große Truppenbewegungen. Nur was im Frieden geübt wird, kann auch im Ernstfall gekonnt werden. Die Kräfte haben hervorragend gearbeitet und ich bin froh, dass wir solche Übungen durchführen können. Wir werden den Fall weiter verfolgen und halten Sie auf dem Laufenden. Das Medieninteresse bei der ersten Pressekonferenz war groß. Schauen Sie morgen wieder rein. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen und erfolgreichen Tag.